Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, eine Webseite. Wir gucken uns nochmal Gamesco an. Wir hatten uns vor einer Weile Gamesco schon mal angeguckt. Ich habe auch wieder einen neuen Rabattcode gekriegt, weil ich von euch darauf hingewiesen wurde, dass mein Rabattcode nicht mehr geht. Und deswegen habe ich Gamesco angeschrieben und die haben mir einen neuen gegeben für euch. Und habe ich mich auch mal wieder ein bisschen umgeguckt und habe festgestellt, Crunchyroll ist hier. Also hier unten, seht ihr das? Das werde ich mir dann halt demnächst holen. Und habe auch festgestellt, dass die Seite einen Refresh bekommen hat. Also hier wurden einige Sachen verbessert, verschönert. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch mal Zeit wieder für ein Update-Video. Und das gucken wir uns dann einfach mal an. Und da wurde vieles vereinfacht. Oder einige Sachen vereinfacht. Als erstes, ihr müsst euch bei Gamesco müsst euch anmelden. Ja, also ihr seht alles... Seht ihr nicht, wenn ihr auf die Webseite geht, wenn ihr nicht angemeldet seid. Dann seht ihr erst, wenn ihr angemeldet seid. Ich zeige euch das anhand von Netflix. Momentan bieten sie an Netflix, Spotify, Disney, YouTube Premium, Disney Plus, Paramount Plus, Tuttle Plus, Danza, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Crunchyroll und Office 365. Wir gehen jetzt einfach mal hier rauf. So. Und dann seht ihr schon, die Seite sieht jetzt ein bisschen anders aus als damals. Alles ein bisschen übersichtlicher. Ja. Hier auch. So. Hoppala. Unterstützte Geräte, PC, TV, Mobil, PS, also PlayStation, Xbox, Pad. Natürlich Streamingboxen. Fire TV, Apple TV, Roku... was gibt's noch? Ach, Nvidia Shield. Die werden auch unterstützt. Die haben sie aber nicht hier raufgeschrieben. Wie funktioniert's? 5 Personen teilen sich ein Abonnement. Mobil, PC, TV. Ja, hier haben sie dann halt Xbox und so was weggelassen. Das ist eigentlich das, was hier steht. 4K, HDR und Dolby. Hier steht nur einmal Dolby, aber ihr habt Dolby Vision und Dolby Atmos. Also bei dem großen Paket. Weil ihr habt euch hier die große Version, das große Paket von Netflix. Weil es ist halt blöd, wenn man alleine ist. Also, und man will alleine eine Mitgliedschaft irgendwo in einem Streamingdienst haben. Man muss die große Mitgliedschaft nehmen für 5 Personen. 5 Leute können gleichzeitig gucken, damit man Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, 4K, UHD hat. Nimmt man die kleine, wo nur einer gucken kann, hat man nur 1080p. Und meistens wird auch Dolby Vision, Dolby Atmos und HDR weggeschmissen. Haben wir denn nicht. Ja, und das ist verschenktes Geld. Ja, ihr zahlt 17 noch was kostet, glaube ich, die große Mitgliedschaft jetzt. Und hier kriegt er sie für 4 noch was im Monat. Gehen wir mal rauf. Ihr könnt auswählen zwischen 3 Monaten, 6 Monaten und 12 Monaten. Jetzt könnt ihr auch euer Abonnement automatisch verlängern. Aber wenn ihr das macht, habt ihr nicht mehr alle Möglichkeiten zu bezahlen. Das geht denn nur mit Kreditkarte. Ihr spart zwar einen Euro, aber es wird dann nur noch Kreditkarte angezeigt. Ich zeige euch das mal. Ja, nur dann die Kreditkartenmöglichkeiten. Und ihr habt nur 3 und 6 Monate zur Auswahl. Wenn ihr das nicht macht, 3, 6, 9 Monate. 3, 6, 12 Monate. Und jetzt haben wir nicht nur Kreditkarten. Wir haben Google Pay, Sofortüberweisung und GiroPay. Und hier nochmal eine Kreditkarte. Und hier unten ist Skrill. Das ist, glaube ich, irgendwas Russisches oder so. Ich bin mir nicht sicher. Und das funktioniert ganz einfach. Und ich kann es euch mal alles zeigen. Wir machen einfach mal den Promocode von mir aktivieren. Also den Rabattcode Odin. Anwenden. So. Haben wir jetzt hier 2 noch was auf den Preis. Kriegen wir hier nochmal 2 Euro noch was Rabatt. So, und dann sind wir hier bei 45,49 Euro für 12 Monate. Da gehen wir drauf und dann nehmen wir einfach mal Sofortüberweisung. Hier seht ihr dann nochmal die Zwischensumme, den Aktionspreis, so, und dann 45 Euro. Wenn ihr dann halt sagt bezahlen, weiter, kommt ihr natürlich zu Sofortüberweisung, E-Mail-Adresse. Jeder, der bei Sofortüberweisung schon mal gemacht hat, kennt das. Also vor allem jeder Gamer müsste das kennen, weil Sofortüberweisung, PayPal
und GiroPay wird ja meistens unterstützt. So, jetzt müssen wir den Code nochmal eingeben, weil es nicht mehr zählt. Odin. Zack. Und schon haben wir wieder Rabatt. Zahlen. GiroPay. Da muss ich jetzt was pixeln gleich. Nicht wundern, weil da sind natürlich jetzt meine ausgefüllten Daten schon drinne. Ja, müssen wir jetzt kurz warten. Hier seht ihr die ganzen Banken, die mit bei sind. Ja, und hier stehen natürlich meine Daten drinne. Und hier oben meine Bank, bei der ich bin, weil ich habe es ja letztens auch wieder benutzt, um Guthaben für meine PlayStation zu holen. Ja? Deswegen, das merkt sich ja das System, dass ich bin. Und dann ist das schon da. Und dann braucht man einfach nur auf Zahlen freigeben und dann läuft das. Dann muss man dann noch machen. Ja. Wir gehen mal wieder zurück. Ganz easy, ganz einfach. Leider immer noch kein PayPal, aber Sofortüberweisung und GiroPay. Super, einwandfrei. Kann ich wirklich nur empfehlen. Geht ganz easy. So. Und bei anderen, also ihr habt nicht immer 12 Monate. Hier zum Beispiel bei Paramount, da haben wir dann halt nur 3 und 6 Monate zur Auswahl. Ja. Aber ihr spart bei allen Diensten bares Geld. Ja, hier, anstatt 17 Euro noch was, 3 Euro noch was monatlich. YouTube Premium, was kostet das? 9 Euro, die kleine Familie kostet ja mehr, aber ihr habt ja hier nur einen Account. Anstatt 9,99 Euro, 2 noch was. Spotify, anstatt 9 noch was monatlich, oder ist ja auch schon teurer geworden, 2 noch was. Disney Plus, Also, viele Streaming-Dienste, vielleicht kommen auch noch mal ein paar mehr dazu. Apple TV oder Amazon Prime, das weiß ich nicht. Da einfach regelmäßig nachgucken, ob da was dann Neues dazugekommen ist. Früher gab es mal Prime Video halt, wie gesagt, noch mit bei, aber das ist gerade nicht da oder nur momentan oder ganz rausgenommen, ich weiß es nicht. Ich hatte schon mehrere Sachen, hier seht ihr das, was ich hatte. Ja, ich hatte Spotify, weil ich habe ja einen Spotify, aber den habe ich dann für meine Große gehabt, den hat die dann auf ihrem Handy gehabt, dass er halt immer Musik hören kann und auf dem Fire TV. Und ich hatte hier zweimal Netflix. Und natürlich sieht man hier 0 Zusatztage. Ja, also und von wann bis wann nicht, das schwärze ich natürlich nur, dass ihr das hier seht, was ich hatte, von wann bis wann, ist ja egal. Oder vielleicht lasse ich es, ich weiß es nicht. Ja, und wie gesagt, ich hatte, drei Sachen hatte ich und ich hatte keine Probleme. Überhaupt keine Probleme. Ich hatte immer einen zuverlässigen Stream, ich hatte immer die Qualität, die versprochen wurde. Ich hatte keine Abbrüche. Einstellen ist easy leicht, weil ihr kriegt dann halt eine E-Mail-Adresse, ein Passwort, dann geht ihr gibt ihr dann bei Netflix ein und dann habt ihr dann Accounts und da steht dann halt euer Account mit eurem Namen, das könnt ihr dann auch natürlich umbenennen, das geht auch alles und dann könnt ihr auch ein Passwort machen, damit halt keiner in euren Account reingeht und halt irgendwas guckt und oder euch die Watchliste vollkleidet mit irgendeinem Zeug, was euch nicht interessiert. Und ihr habt dann euren Account, den ihr natürlich auf sämtlichen Geräten installieren könnt oder verwenden könnt, aber halt nur ein Stream gleichzeitig. Das reicht doch vollkommen aus. Reicht vollkommen aus. Und ihr spart bares Geld. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mehrere schon getestet. Ich werde mir jetzt auch demnächst nochmal Crunchyroll holen, weil da kommen gerade ganz viele schöne Animes und neue Serien und da will ich halt für die nächste Zeit gewappnet sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Den Link zu Gamescore findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch den Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.